Und schön, dass du uns schon so lange und jetzt auch wieder die Treue hält oder haltet. Das mit der Stange wollte ich nicht sagen, das kann missverstanden werden. Jo, wir sind heute wieder 2 Stunden live on air. Obwohl wir am Boden stehen, wir stehen zwar im ersten Stock, ist auch ein wenig in der Luft. Nein, wir sind live on air über Okitalk. Und ich grüße und ich bedanke mich bei dieser Gelegenheit wieder mal bei Klaus Glatzl, bei der Nelly und ihrem Team, die wieder zugeschaltet sind und jeden Ton live übertragen, damit es richtig schön rough and dirty, echt und authentisch ist. Dann ganz, ganz herzlichen Dank an unser TV-Team, ohne das das Ganze keine weitere Verbreitung finden würde, weil wenn es in YouTube steht, ist es doch ganz anders, weil man einfach anders zugreifen kann, man kann es multiplizieren. Ich bedanke mich beim Roman Michael Reuter und bei seinem Team von Crypto TV, die das Ganze immer aufzeichnen. Herzlichen Dank, die kann man auch klatschen und Okitoki wird auch dafür für die auch Klaus. Ja, diese ganzen Dokumente, auch akustische Dokumente und Filmdokumente mit Schriftdokumenten, Links und sonstigen Dingen, werden demnächst gesammelt und topaktuell auftauchen auf einer Seite, auf einer eigenen Webseite, die heißt www.montagsinfo.com. Also Montagsinfo ein Wort. Ich habe heute schon reingeschaut, es steht schon ein bisschen was drin, aber es ist im Aufbau und da werden natürlich dann diese Beiträge auch abrufbar sein und so weiter. Und da bin ich schon beim ersten administrativen Punkt, den ich gleich vorne wegstellen möchte. Ich möchte jetzt alles, was heute zu tun ist, wenn man will, weil es ist alles frei und willig, es muss keiner, es darf jeder. Es gehen Abolisten rum. Und wer das Ganze da fördern und unterstützen will, da gibt es eine Liste. Die hübsche Isabella Wanner übrigens, wegen der, ohne die würde es das da auch nicht geben, mitunter. Das ist also das fleißige Lieschen, das immer 3 bis 4 Wochen, jeden Tag 3 bis 4 Stunden dafür aufwendet, dass wir hier dann wieder irgendwann beieinander stehen und einen informativen, locker flockigen und trotzdem tiefgreifenden Abend hier präsentieren und verleben können. Dafür herzlichen Dank. Also die Liste, die jetzt da rumgeht, da geht es darum, wenn ihr euch da eintragt, das ist kein Newsletter oder was, sondern schreibt da bitte auch eure Adresse rein, weil es wird eine Karte geben, wo dann diese Montagsinfo-Leute sich vernetzen können oder wo sie auftauchen. So ähnlich wie, es gibt so, wir sind hier, das ist in Berlin gestartet worden vor einiger Zeit, da gibt es auch so eine Seite, wo man sie dann auch findet, wo man auf Knopfdruck weiß, hey, da ist einer oder eine in meiner Nähe und da kann man sich dann austauschen, auch regionale Foren oder whatever. Ja, es ist ja alles offen heutzutage, sogar meine Haare. Ich trage halt die Haare offen. Ja, noch eine kurze Geschichte, noch eine Liste. Es geht noch eine Liste rum. Und zwar über die österreichische Bürgerinitiative, nein, zur CETA etc. Das macht die Silvia. Die Silvia, stell mal auf, wer die Silvia noch nicht kennt, die Silvia ist die Initiatorin oder Schirmherrin oder die Seele der österreichischen Bürgerinitiative. Und wir müssen das wirklich auch live und aktiv mit unterstützen, weil, wie ich es vorher gesagt habe, wenn man da nur Facebook hat, ist man aufgeschmissen. Also wir brauchen da auch Livebook und Leute, die das machen. Gibst du die Liste rum oder soll ich noch was dazu sagen? Nein. Okay. Ich würde unterschreiben, wenn die Liste noch mal auf die Liste, also über Internet aufgerufen, weil die ganzen Preise so rumfunktionen sind, weil die Liste steht unten, dann wäre das sehr unauffällig, wenn man sich entscheidet. Ja, wir hätten da. Mikro, jetzt haben wir ein Funkmikro, danke an die Technik. Funkmikro, jetzt nochmal bitte. Also, und zwar geht es um Folgendes: Die Listen kann man sich im Internet ausdrucken. Die Flyer zu der Internetadresse sind dort am Informationstisch erhältlich.
Und wenn vielleicht der eine oder andere mich unterstützen möchte, beziehungsweise uns zwei, wir sind ein Wiener und eben ich, dass man im Bekanntenkreis oder Verwandtenkreis, dass man einfach Unterschriften sammelt. Bei der Liste steht dann unten die Wiener Adresse drum, wo man es dann einschicken kann bis Ende November, weil wir nicht wissen, wie genau das dieses Parlament, wie schnell das die sind, nicht, dass uns auf einmal die Bürgerinitiative zutrauen. Und ich lasse die Liste jetzt einfach einmal rumgehen, dass man so unterschreiben kann, man kann es auch auf der Parlamentsseite direkt unterschreiben. Die Schwierigkeit besteht halt nur darin, dass wir, dass uns die Medien da nicht unterstützen und wir praktisch nur im Facebook werben können und wir jetzt insgesamt erst einmal 2200 Unterschriften beisammen haben und wir möchten natürlich noch mehr kriegen. Also bitte unterstützt uns. Danke. Ja, danke schön, Silvia. Einen Punkt habe ich noch kurz organisatorisch auf euren Tischen oder auf den Tischen vor euch liegen Flyer vom Kreditopferverein. Und das ist eine Sache, die jetzt für alle, die das erste Mal da sind, sicherlich wichtig ist zu sagen. Für die, die schon öfter da waren, ist es sicher sinnvoll, es zu wiederholen. Es geht da bei diesem Kreditopferhilfeverein oder Kreditopferverein nicht um Leute, die sagen, oh, meine Bank hat mich beschissen, sondern es geht darum, dass wir mit unseren Steuern ja praktisch Kredite zurückzahlen, die wir niemals getätigt haben. Wir tilgen jedes Monat ungefragt Kredite, das was uns im Prinzip von Geld einfach abgezogen wird, sofern wir Steuern zahlen. Und darum ist es wichtig für jeden, der sagt, ich würde mir das gerne sparen und diese Abgaben lieber sinnvoll selber weitergeben, wenn ich sie schon abgeben darf oder soll. Und das Ganze macht natürlich Sinn und darum gibt es auch einen Jahresmitgliedsbeitrag so ab 50 Euro und man kann aber für den Normalfall über das www.kreditopferhilfe.net sich da einklinken, informieren und als Fördermitglied auch aktiv werden und das sind dann einfach ein paar Euros im Monat und trotzdem übers Jahr eine ganze Menge, die da passiert und bewegt werden kann. Aha, die ersten Listen sorgen schon, wenn die Listen sich kreuzen, dann sind es Kreuzlisten. Aber nicht ankreuzeln bitte, hinschreiben. Schreiben. Nicht schreien, schreiben. Wunderbar. Und die Listen dann auch bitte weitergeben. Vielleicht nicht alle zwei immer an einen Tisch, sondern lasst es so ja, ein bisschen meandern, damit es einen natürlichen Zuspruch hat. Wir werden circa um 8 Uhr eine Pause machen von einer Viertelstunde. Da kann dann jeder nochmal auftanken, Brezen holen, Würstel holen, eine Raucher gehen, Sauerstoff schnappen und Bruder vom Süßstoff, das Sauerstoff. Und dann machen wir weiter nochmal mit zwei Gastrednern von heute. Und ich rolle das Programm mal von hinten auf. Abrunden wird es am Ende der Hans-Jürgen Klausner, wird über das Ende der Banken sprechen und wie man als Unternehmer Geldschöpfung übernehmen kann etc. und den Geldmangel beseitigen. Nach der Pause wird von hinten her der Franz Furtner vom Top-Info-Forum sprechen über menschlich regional statt globalen Größenwahn. Ja, vor der Pause werde ich ein paar Takte sprechen, aber ich werde vielleicht eher was singen, das ist vielleicht sinnvoller, wenn eh so viel geredet wird heute. Es wird ca. 19.30 Uhr rum, wird der Harvey Friedman live zugeschaltet sein über Skype. Das hat juristisch bedingte Gründe, sagen wir mal so. Ja. Dieser Mensch hat ein paar Bücher geschrieben, wo was drinsteht, was man nicht lesen soll. Früher hat man die Leute verbrennt, heute verfolgt man es, aber man kann sie ja live überall zuschalten und darum freuen wir uns auf den Harvey, der wird also hier am Bildschirm sein.